Da warten wir seit Monaten auf das Bild aus dem Zentrum der Galaxie. Aus einem weltumspannenden Netz an Teleskopen wird es ja zurzeit aus Unmengen von Daten errechnet. Da erreicht uns jetzt eines mit Details, die wir so noch nie gesehen haben. Jetzt könnte endlich ein altes Rätsel gelöst werden. Worum es sich handelt, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. In rund 25.000 Lichtjahren Entfernung liegt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Sie ist ja so benannt, weil die Milliarden Sterne, aus denen sie besteht, am Nachthimmel eher wie eine Milchstraße aussehen, denn wie einzelne Sterne. Und die kann man auch nur auf dem Land sehen, wo es keine Lichtverschmutzung durch die städtische Beleuchtung gibt. Und das Zentrum unserer Galaxie ist dann in dieser Milchstraße so weit von uns entfernt, dass es hinter den Sternen, Nebeln und Staubansammlungen verborgen ist. Aber es kann beobachtet werden, wenn auch nicht leicht, aber mit Radioteleskopen. Sie fotografieren Strahlung, die bis zu uns vordringt. Gerade wurde das größte seiner Art auf der Südhalbkugel in der Karoo-Wüste in Südafrika eingeweiht und schon liefert es ein spektakuläres Bild aus dem Herzen unserer Galaxie. Es bildet die Strahlung rund um das zentrale, supermassereiche schwarze Loch im Zentrum Sagittarius A Stern ab. Meerkat heißt das Teleskop und besteht aus 64 Radioantennenschüsseln mit einem Durchmesser von jeweils 13,5 Metern. Und so deutlich, wie es jetzt das Zentrum unserer Milchstraße abgebildet hat, haben wir dieses noch nie gesehen. Es war auch das erste Ziel, das das neue Radioteleskop anvisieren sollte. Fernando Camilo vom South African Radio Astronomy Observatory SARAO dazu. Es ist einzigartig, optisch eindrucksvoll und voller unerklärter Phänomene, aber auch notorisch schwer mit Radioteleskopen abzubilden. Es ist also selbst mit Radioteleskopen eines der schwersten Motive, doch die Arbeit hat sich jetzt gelohnt. Gut darauf zu sehen sind die starken Radioquellen rund um Sagittarius A Stern und aber auch zahlreiche dünne Filamente, Fäden, die aus der Region um das schwarze Loch nach oben und unten herausragen. Sie wurden bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt, aber auch noch heute kann man nichts über sie sagen. Welcher Natur sind sie? Woher kommen sie genau? Zitat: Das Meerkat-Bild zeigt nun viele Strukturen und Merkmale, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das sagt Farhad Youssef Zadeh von der Northwestern University in Evanston. Darunter sind beispielsweise kompakte Radioquellen, die mit einigen dieser Filamente verknüpft zu sein scheinen. Diese Daten könnten den Schlüssel liefern, um das 3 Jahrzehnte alte Rätsel um die Filamente zu lösen. Ja, wenn ihr keine Videos zur Lösung dieses Rätsels und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video und zwar täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Foto von rülpsendem schwarzen Loch. Bis dann. Bleibt dran.